nach den verhängnisvollen 12 Jahren des Hitler-Deutschlands mit Millionen von Toten mussten sich die Bundesrepublik, die die Westanbindung wählte, und die Sowjetunion um ein neues Verhältnis bemühen. Als Meilensteine sind sicher in den Köpfen der älteren Bundesbürger die Reise des ersten Bundeskanzlers Adenauer nach Moskau und die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen. Mit dem Wandel durch Annäherung und den daraus folgenden Ostverträgen haben Sie, Herr Professor Bahr, mit für eine erste Entspannung zwischen den beiden Staaten gesorgt. In den 70er Jahren konnte man dann schon fast vom Wandel durch Handel sprechen. Die deutsche Vereinigung könnte ohne die Sowjetunion nicht möglich sein. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin im neuen Jahrtausend zum ersten Mal wieder zu einer echten Freundschaft zwischen Spitzenpolitikern Deutschlands und Russlands. Wie beurteilen Sie, Herr Professor, das Verhältnis zwischen Deutschland, Russland in den letzten 60 Jahren und wie es weitergeht? Also zunächst mal muss ich darauf aufmerksam machen, dass 60 sich in 40 plus 20 teilt. Das heißt, die 20 Jahre der deutschen Einheit sind ein Teil der Geschichte und die 40 Jahre hat es eben zwischen der DDR und der Sowjetunion auch ein Stück deutscher Geschichte gegeben. Wir dürfen nicht immer alles nur von einem puren westdeutschen alten Standpunkt betrachten. Zweitens, ich kann feststellen, dass Brandt, Schmidt, Kohl und Schröder also über 3, 3,5 Jahrzehnte hinweg die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, Sowjetunion gepflegt haben. Das ist eine Kontinuität, die geendet hat in der strategischen Partnerschaft, wie Schröder das formuliert hat. Und diesen Ausdruck der strategischen Partnerschaft hat Merkel genau in ihre erste Regierungserklärung übernommen und sie weiß, welchen Kredit sie damit verwaltet. Der ist kostbar. Das heißt, fast 4 Jahrzehnte haben wir eine Kontinuität enger deutsch-russischer Zusammenarbeit. Gibt kaum eine Parallele und das werden wir erhalten und wir müssen es auch erhalten, weil es ohne die Stabilität zwischen diesen beiden Staaten oder Freundschaft sogar zwischen diesen beiden Staaten keine Stabilität in Europa gibt, obwohl Amerika und Russland natürlich dank ihrer extraordinären strategischen Fähigkeiten eine Sonderrolle spielen. Sie bilden den atomaren Schirm des Schutzes über Europa, hoffentlich nicht wieder einer Bedrohung.